So, hallo und herzlich willkommen im Kellerbücherregal. Ich muss hier mal ein bisschen hier mein Telefon in der Nähe liegen haben. Das liegt daran, dass ich eine Uhr brauche, weil ich habe gar nicht so viel Zeit, um was zu erzählen. Wir haben eine Stunde. Ja? Das heißt, ich werde jetzt keine großen Schnitte machen und nicht versuchen, hier noch was weiß ich wie viel oft neu anzufangen, weil eine Stunde ist knapp genug. Wo? So, erstens, kleiner Disclaimer. Ich mache ja seit 7 Jahren ungefähr jetzt YouTube, so mehr oder weniger, ne? Oder bin zumindest im 7. Jahr und jedes Jahr gibt es mindestens einmal ein Video, in dem ich dieses T-Shirt hier anhabe. Und jedes Mal gibt es blöde Witze zu Sponsoring, zu einem Vertrieb von großen, durchaus beliebten Motorsägen und anderen Motorhandgeräten. Ich habe mit dieser Firma nichts zu schaffen, immer noch nicht. Ich habe lediglich dieses alte T-Shirt rumliegen und im Rahmen der Nachhaltigkeit ziehe ich das hin und wieder auch mal an. So, und wer da unbedingt immer noch weiterhin schon wieder einmal pro Jahr ist echt inflationär, ja. einmal pro Jahrzehnt hätte ich ja noch lustig gefunden. Mal wieder einen Witz machen muss, dass ich hier mal wieder Sponsoring für was auch immer betreibe. Leute, nur weil irgendein Markenname im Bild steht, ist das nicht jedes Mal automatisch Sponsoring. Jede Filmaufnahme der Welt müsste ein Kennzeichnung bekommen, sponsored by, sobald im Hintergrund irgendwo ein Coca-Cola-Schriftzug zu sehen ist. Das heißt, du kannst in New York vermutlich kein einziges Foto machen, ohne dass da irgendeine Marke dabei ist. Und das sollte dann wohl nach der Auffassung, die manche Leute vom deutschen Recht neuerdings haben, dann sofort ein Sponsoring für Peugeot, Coca-Cola und welche Marke auch noch immer da sonst noch zu sehen ist sein. So funktioniert die Welt dann nun auch wieder nicht. Ja, das muss man dann kennzeichnen, wenn da wirklich eine wirtschaftliche Zusammenarbeit besteht und die habe ich mit Stil nicht. So. Stattdessen, ich habe das auch noch nicht mal von denen geschenkt bekommen, sondern das ist ein uraltes Fachschaft Force T-Shirt, steht hinten drauf. Ja, na, man kann es vielleicht erahnen. Es ist wirklich mindestens 20 Jahre alt, lag damals schon eine Weile im Schrank rum und im Rahmen der Nachhaltigkeit ziehe ich so altes Zeug halt noch an, solange es nicht allzu viele Löcher hat. Es hat welche, aber nicht allzu viele. So, damit wir das mal geklärt haben, weil ich sehe mich schon mich aufregen, wenn das wieder losgeht. Gut, zum Thema. Wie gesagt, nur eine Stunde Zeit. Ich wollte mal noch ein bisschen zu den Hintergründen vom Fichtenwald ein bisschen was erzählen. Wirklich ganz spontan, ohne mich darauf groß vorbereitet zu haben. Weil mich nämlich immer mehr überrascht, beziehungsweise schockiert, ist so eigentlich das korrektere Wort, wie sehr und wie schlimm eigentlich dieser Verlust von Waldfläche ist. Weil es schlagen da diesbezüglich so ein kleines bisschen zwei Herzen, ach, in meiner Brust, frei nach Goethe. Denn ich wusste ja, das war mir klar, ne, das weiß jeder, der in den letzten 30 Jahren Forst irgendwie gelernt hat, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass uns sich die Fichte verabschiedet, zumindest großflächig. Ja? Nicht überall, aber großflächig schon. Und das war klar. Ja, das überrascht niemanden wirklich, dass das passiert. Wann das passiert, das wusste niemand so genau. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen früher eingetroffen, als viele gehofft haben, aber nicht unbedingt früher, als viele erwartet haben. Jedenfalls nicht von denjenigen, die sich damit eben intensiv beschäftigt haben. So. Und wir dachten, und damit bin ich nicht allein, das geht auch vielen anderen, die sich auf wissenschaftlicher Ebene im Wald beschäftigen, so. Wir dachten, das ist vorprogrammiert und wenn es soweit ist, dann können wir sagen, wir haben es euch ja gesagt. Ja? Aber der Anblick, das ist jetzt nochmal was, das macht was mit einem. Ja? Und egal wie nüchtern analytisch man den Wald manchmal sieht mit einer wissenschaftlichen Denkweise, ja, und wie vergleichsweise wenig emotional man diesbezüglich ist, also ich knutscht ja immer noch keine Bäume. Und kuscheln tue ich sie auch nicht. Aber natürlich ist der Wald ein toller Ort. Ja, und da geht es einem gut. Und man hat da auch Freude dran. Und eine gewisse Esoterik beim Waldbesuch ist ja in keinster Weise irgendwie was Schlimmes. Eine gewisse. Ne, kann man natürlich auch übertreiben. Aber eine gewisse sicherlich wirklich völlig harmlos. Ja, aber wirklich, was da jetzt mit diesen Fichtenlöchern passiert. Also die Löcher da, wo jetzt früher mal Fichte war. Das geht mir jetzt emotional langsam schon doch ein bisschen nahe. Ich habe da jetzt bei 2008, seit 2008,
2018 in ein und derselben Waldfläche bei zugeguckt. Eine Waldfläche in der Region, die sehr stark betroffen ist. Da können wir mal kurz sagen, welche Regionen sind denn am stärksten betroffen. Die Top 4 sozusagen der toten Fichte sind die Eifel, das Siegerland, das Sauerland. Gut, die hängen natürlich zusammen. Dann kannst du meinetwegen noch manche Flächen Niedersachsens, Südniedersachsens dazu nehmen, wo man noch ein bisschen Fichte hat. Und der Harz. Ja, das sind so die haupttote Fichten-Areas. Teile von Thüringen gehören dann noch dazu, so die westlicheren Ecken von Thüringen, insbesondere wo man noch viel mit Fichte gearbeitet hat. Da sieht es auch wirklich ganz, ganz, ganz verboten aus. Auch die letzten Ausläufer des Harzes nach Osten rüber, ne? Da ist einiges tot, wo man auch noch ein bisschen mit Fichte gearbeitet hat. Aber die genannten Regionen sind schon so die schlimmsten Ecken, wo man die höchsten Waldverluste haben. So, und bei 2018 schleiche ich ja eben regelmäßig im Siegerland rum und seit 2018 sehe ich dabei zu, wie da nach und nach die Fichten wegsterben. 2018 selber waren viele geschädigt, man hat das gesehen. Man hat auch sehen können, oh, da ist der Borkenkäfer drin. Man hat ebenfalls sehen können, dass das die Kollegen vor Ort auch gesehen haben und die haben sich eine Heidenmühe gegeben und haben alles Menschenmögliche getan, wirklich, da definitiv. Um da eben den Käfer wieder rauszukriegen, beziehungsweise die klassische Vorgehensweise, wenn man bemerkt, Käfer hockt in der Fichte, Käfer, von dem wir reden, das ist der sogenannte Buchdrucker, Ipstyphographus, man streitet sich, wie man die genau aussprechen soll. Also Typographus, ne, Buchdrucker, Buchstabendrucker, so frei übersetzt so ein bisschen, war so die Idee, den so zu nennen, weil Buchdrucker ist schon länger der deutsche Name, das liegt am Fraßbild, dass das Fraßbild dieses Käfers in etwa den Seiten eines aufgeschlagenen Buchs, ne, wenn man das Buch so vor sich liegen hat, und dann die Seiten hier auch so ein bisschen hochstehen, logischerweise. Ja, und dann die Lettern, die dann quasi einem so ein Stückchen entgegenkommen und dann zu der Seite abfallen. So wie die Zeilen eines, ich muss mal eine Seite aufschlagen, wo auf beiden Seiten Text ist, oder, ja. So wie die Seiten eines Buches gehen quasi die Fraßgänge von der Mitte, von der Falte des Buchs nach links und rechts, gehen die Fraßgänge weg. Und das sieht so ein bisschen aus wie eben die Zeilen in einem Buch. Und in der Mitte machen sie noch so eine Kurve, wo das Buch halt eben gerade frisch aufgeschlagen ist und dann so auf dem Tisch rumliegt. Ich kann das jetzt nicht zeigen, das ist ein zu wertvolles Buch, um das großartig auseinanderzudrücken. So, jedenfalls, Bücher habe ich hier jetzt gerade genug. Den weist man nach, indem man Bohrmehl am Fuß der befallenen Fichte findet. Weil wenn sich der Käfer reinbohrt, dann schmeißt er quasi, während er sich vorfrisst, durch die Rinde, schmeißt er das Bohrmehl, was dabei entsteht, hinter sich aus dem Bohrloch. Und das fällt runter. Und das liegt dann am Fuß des befallenen Baums. Und sobald man das Bohrmehl entdeckt, weist man, da sind Käfer rein. So, je nachdem, wie viel Bohrmehl man entdeckt, weiß man, da sind viele Käfer rein. Und dann wird man schleunigst den Baum umsägen, schleunigst die Rinde abkratzen, die Rinde, wenn es schlimm kommt, sogar vor Ort noch verbrennen, mit dem Käfer in der Rinde drin, damit der Käfer ja tot ist und man verhindert hat, dass der Käfer rausfliegt, also der Käfer Eier legt, die Eier zu Larven werden, die Larven sich entwickeln zum ausgewachsenen Tier, sich rausbohren, in der Gegend rumfliegen, in den nächsten Baum reinbohren, das Spielchen geht von vorne los, um es mal kurz zu sagen. Ja? Und wenn man den rechtzeitig umschneidet und rechtzeitig eben verhindert, dass die Larven rauskommen, dann hat man die Fichten Borkenkäfer-Pandemie, muss man es fast schon nennen, hat man dann in den Griff bekommen. Hat 196 Jahre gut funktioniert. Also ich wollte gerade sagen, die letzten 200 Jahre gut funktioniert, aber die letzten 4 Jahre hat es eben nicht mehr funktioniert, weil eben die Dürreereignisse seit 2018 so stark gewesen sind, dass da die regulären Methoden der befallenen Fichte rechtzeitig rausschneiden einfach nicht mehr möglich waren, weil alle Fichten gleichzeitig befallen gewesen sind. Es kam zu einer derartigen Massenvermehrung von Ipstyphographus, dass da
kein Mensch mehr irgendwie mit normalen forstlichen Maßnahmen was dagegen hätte machen können. Hätten wir es 10 Jahre vorher gewusst, hätten wir die Zahl der Forstwirte verdoppeln können, dann hätte es vielleicht noch möglicherweise funktioniert. Hätten wir es 10 Jahre vorher gewusst, hätten wir 2018 vielleicht auch den Wald gießen können. Keine Ahnung, was man da dann alles hätte tun können, hätte man es vorher gewusst. Ne? Aber das gilt ja für viele Situationen. Zeitmaschinen sind im Verlauf der Geschichte schon an einigen Positionen deutlich hilfreich gewesen. Nur leider hat man sowas nicht, bekanntermaßen. Ne? Dementsprechend kann man es nicht vorher gewusst. Und das ist so ein bisschen mehr oder weniger auch der Kern, auf den ich jetzt nochmal eingehen möchte. Aber vielleicht nochmal kurz den ergänzenden Hinweis. Es tut wirklich weh zu sehen, wie die Wälder teilweise aussehen. Und konkret im Siegerland gibt es wirklich so gut wie keinen Fichtenbestand mehr, der nicht tot ist und weg ist, also eine Freifläche, oder tot ist und noch tot rumsteht, oder untot ist. Na, so nenne ich das immer ganz gerne. Bäume, die mit hundertprozentiger Sicherheit nächstes oder übernächstes Jahr tot sein werden, heute aber noch grüne Nadeln aufweisen und man genau hingucken muss, um zu erkennen, dass sie eigentlich tot sind. Also, ne, sieht nicht, läuft noch rum, macht noch, ist aber im Grunde schon tot. Ja? Also ein Zombie-Baum, wenn man so möchte, nur dass er halt nicht rumläuft. Aber das tut der lebendige Baum ja auch nicht. Von daher passt der Vergleich meiner Meinung nach ganz gut. Gut. Das ist überhaupt nicht lustig. Ja? Und das macht insbesondere dann keinen Spaß, wenn man einen Wald wirklich kennen und lieben gelernt hat und da seit Jahren immer die gleiche Route läuft, auch mit Leuten. Ne? Und plötzlich sind da Stellen, bei denen ich nie nur auch nur ansatzweise daran gedacht hätte, dass ich da mal irgendwann in der Sonne stehe dabei. Und da stehe ich jetzt in der Sonne. Ja? Eine Fichtenkahlfläche, die da ist, die habe ich da, dokumentiere ich quasi jedes Jahr aufs Neue, wie sie nach und nach immer kahler und immer freier wird und wie mir jedes Jahr weniger Ideen kommen, wie man denn bitteschön jetzt mit dieser Fläche verfahren sollte. Inzwischen, also dieses Jahr sage ich jetzt nichts mehr. Beziehungsweise ich sage schon noch ein paar Möglichkeiten, die theoretisch im Raum stehen, aber ich sage dieses Jahr auch, dass ich keine große Hoffnung habe, dass da noch irgendeine dieser Möglichkeiten nennenswert greifen wird. Ich habe die letzten Jahre immer noch mal ein paar ganz gute Ideen, scheinbar gute Ideen, ja. Hat keiner kommen sehen. Ich gebe da gerne zu, dass ich mich geirrt habe, wirklich. Haben sich alle geirrt. Aber ja, da scheinbar gute Ideen hatte ich dann auch, was man möglicherweise mit dieser Fläche anfangen kann. Aber inzwischen bin ich genauso ratlos wie so ziemlich jeder meiner Kollegen in dieser Situation. Ja, und ja, es tut wirklich weh. Also, und das ist jetzt das eine, wenn man derjenige ist, der da ein paar Mal im Jahr vorbeiläuft und da Führungen macht, ist das eine. Ja, da hat man schon auch einen gewissen besseren und persönlicheren Bezug zu diesem Wald, als würde man da nur einfach so hin und wieder mal durchlaufen. Aber was das mit den Menschen, die in diesem Wald gearbeitet haben und die für die Pflege und den Erhalt dieses Waldes ihr Berufsleben quasi investieren, was das mit denen anstellt, das möchte ich gar nicht genau wissen. Ja, und ich mache immer den Witz, seit das hier so aussieht, geht der Förster einmal pro Woche in den Keller und weint eine halbe Stunde, bevor er wieder in den Wald oder das, was davon übrig ist, zurückgeht und da weitermacht. Und dieses Jahr frage ich mich, ist das überhaupt ein Witz oder ist das einfach die Realität? Und ich könnte es mir leider wirklich vorstellen, wenn ich da der zuständige Förster wäre, dann würde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen. Also, oder zumindest mal eine halbe Stunde traurig gucken. Weinen ist nicht so meins, aber traurig gucken, das kann ich. Und ja, es ist wirklich unvorstellbar. So, jetzt muss man sich ja klar machen, das ist ja auch vielen Leuten, für viele Leute ziemlich unbegreiflich, dass der Förster und der Forstwissenschaftler und der sonstige Waldmensch, ja, wir saugen mit der Muttermilch auf in unserer Ausbildung, sofern wir dann eine haben, dass wir über Generationen hinweg denken müssen. Ja? Heißt, der Förster, der Forstwirt und sonstige Leute, die arbeiten mit dem, was ihre drei Vorgängergenerationen, so bei durchschnittlicher Berufs,
Zeit von 40 bis 50 Jahren im Revier. Ja, häufig wird man ja auch irgendwann mal versetzt, also oft auch 30 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. 30 bis 50 Jahre dauert so eine Generation eines Försters sozusagen. Und die letzten drei sind mindestens, je nachdem, was das für ein Wald ist, bei Eichenwäldern sind es so teilweise auch 5 Generationen oder 6 Generationen von Förstern, die da eine Rolle gespielt haben. Aber die letzten drei Vorgänger mindestens, den ersten dieser drei Vorgänger hat man wahrscheinlich schon nicht mehr kennengelernt, weil man noch gar nicht geboren war, als der gestorben ist, möglicherweise. Aber die sind trotzdem relevant. Und deren Arbeit ist es, die man hier fortführt als Förster. Jetzt nur die menschliche Komponente. Lassen wir die Natur mal völlig außen vor, die einem Förster auch am Herzen liegt, ja? Und weil deine drei Vorgänger ihren Job richtig gemacht haben, hast du jetzt hier noch einen Wald stehen, mit dem du arbeiten kannst und mit dem du schonend umgehen musst, damit deine drei Nachfolger, das ist nämlich die nächste Überlegung, auch auf ihre drei Vorgänger, von denen du einer bist, zurückblicken können und wissen in ehrfürchtigem Andenken an die Altvorderen, dass ihre drei Vorgänger eben daran schuld sind, dass sie jetzt keinen Wald mehr haben in diesem Fall. So, und das ist bitter. Das ist eine verdammt bittere Pille, die man da schlucken muss jetzt. Ja? Derjenige, der jetzt dran ist, ist die Förstergeneration, die in den Regionen wie eben dem Siegerland 50% vom Wald verloren hat. Oder mindestens gefühlte 50% vom Wald. De facto sind es vielleicht ein Drittel, ja, in vielen Regionen. In manchen Regionen ein bisschen mehr. Die Hälfte wird es hoffentlich wirklich nur ganz, ganz, ganz selten mal sein. Aber ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal irgendwo gebracht. Es gibt einen einzelnen Stadtwald. In südlicheren Niedersachsen bei Hannover-Schmünden. Ich glaube, es ist sogar der von Hannover-Schmünden, da bin ich mir nicht sicher. Der hatte 90% Fichte. Jetzt hat er 100% andere Baumarten auf 10% der Fläche. Also auf gut Deutsch, die haben 90% ihre Waldfläche verloren. Da gibt es trotzdem einen Förster, der für diesen Wald zumindest anteilig zuständig ist. Wahrscheinlich reicht die Fläche nicht, um einen kompletten Förster da zu beschäftigen, also einen Vollzeitförster, sondern 0,5 Förster, irgendwie sowas. Aber diese 0,5 Förster, das weiß ich auch nicht so genau, wie viel das ist, aber ist auch wurscht, die sind an dieser Stelle jetzt mehr oder weniger mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Wenn die Aufräumarbeiten erledigt sind, werden sie 30 Jahre lang in dem Wald nichts mehr zu tun haben, weil die 10%, die da noch stehen, die lässt man garantiert auch stehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da noch versucht, irgendwie einen nachhaltigen Hiebsatz reinzukriegen. Das funktioniert nicht, kannst du vergessen. Und damit, wenn der Wald da wieder wächst, falls der Wald da wieder wächst, richtig gut, dann dauert es trotzdem noch 20 Jahre, in denen man gefühlt nichts machen kann, bis man da überhaupt wieder vernünftige Försterarbeit durchführen kann. Und dann müsste man das zeitgleich eigentlich auf sämtlichen Flächen diesen Waldes, weil alles gleich alt ist, weil alles gleich im gleichen Zeitraum gestorben ist, sich also auch im gleichen Zeitraum regeneriert und dann im gleichen Zeitraum wieder das und das Alter erreicht. Das ist eine Scheißaufgabe, ja? Und alle, die nach dem amtierenden jetzigen Förster kommen werden, sie werden wissen, dass er wahrscheinlich nichts dafür kann, ja? Mit 99%iger Sicherheit nichts dafür kann, aber trotzdem wird er derjenige sein, unter dessen Aufsicht diese Katastrophe im Wald führt. Und das ist menschlich schon wirklich, wirklich, wirklich eine ziemliche Tragödie, ja? Das betrifft jetzt natürlich nicht viele Leute. In Anführungszeichen, ja, ein Förster, ein Durchschnittsförster hat 2000 Hektar zu betreuen. So viel Wald haben wir dann gar nicht, dass das so furchtbar viele Förster gäbe, in Deutschland. Aber die, die es gibt, die haben da schon wirklich massiv zu kauen. Ja, da muss man schon, also mir macht das wirklich zu denken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Forstwirt. Ja, der Forstwirt ist derjenige, der dann die Motorsäge bedient, ja, und der die Stämme durch die Gegend zieht und der tatsächlich auch einen Baum vor Ort im Wald entastet mit dem Schäleisen, damit sich eben nicht der Käfer ausbreitet. Der dann auch mal da notfalls ein Feuerle anzündet und guckt, dass das nicht übergeht. Der guckt, dass die Abflüsse für Waldstraßen nicht verstopft sind, wenn mal der nächste Starkregen kommt. Der
ja überhaupt die vom Käfer befallenen Bäume überhaupt erstmal findet und ne, also zum Forstwirt und der die jungen Bäumchen nachpflanzt, wenn dann mal eben so wie jetzt eine große Katastrophe eingetreten ist oder halt eben die jungen Bäumchen pflegt, damit sie besser wachsen können nach der großen Katastrophe. Also der Forstwirt, ohne den geht im Wald bekanntermaßen so überhaupt nichts, außer das natürliche Wachstum. Und ja, jetzt muss man an der Stelle vielleicht wirklich kurz noch mal einen kleinen Exkurs machen. Glücklich ist die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne sie. Das stimmt ein Stück weit. Ja, das ist also jetzt nicht nur völliger Blödsinn, dass sich ein Waldökosystem schon auch in den natürlichen Zustand von alleine zurückbewegt, sobald da keinerlei sich mehr, kein Mensch sich mehr drum kümmert. Das geht schon, ja. Aber dann wächst der Wald halt irgendwie und nicht unbedingt so, dass man daraus dann nach Möglichkeit auch noch Bauholz bekommt. Und dazu habe ich ja schon häufig was gesagt, an dieser Stelle daher nur so viel. Die große Kunst des modernen Waldbaus besteht darin, dass man das Ökosystem Wald so natürlich wie möglich belässt und mit minimalen Eingriffen, die das natürliche Entscheidungsbild eines Waldes so wenig wie möglich beeinträchtigen, trotzdem aus ja, eine Rumpelkammer mit krummen und schiefen Hölzern etwas macht, woraus man auch wunderbar mit minimalstem Energieaufwand ein hervorragendes Bauprodukt, zum Beispiel ein Brett, gewinnen kann. Ja? Und so ein Brett lässt sich mit einem minimalen Energieaufwand einfach so aus dem Stamm raussägen. Fertig ist das Brett. Zack, hast du 10 Bretter, hast du fast schon einen Dachstuhl. Ja? Das ist natürlich jetzt übertrieben. Aber kein anderes Baumaterial ist derzeit so nachhaltig wie Holz. Nochmal, ne? Jetzt wo gerade alle Rohstoffe sauteuer sind, alle, ja? Holz auch, zugegeben. Ja? Aber Holz ist trotzdem immerhin wenigstens noch nachhaltig. Und wenn wir jetzt jede Menge Holz brauchen, ja, das wächst nach. Beton nicht. So, und nirgendwo sonst lässt sich ein so nachhaltiges Baumaterial mit einem so minimalen invasiven Eingriff in ein natürliches Ökosystem oder ein zumindest ursprünglich mal natürliches Ökosystem erreichen wie in der Forstwirtschaft. Ja, das müssen wir uns klar machen. Das geht nirgendwo so einfach. Ein Acker ist grundsätzlich immer wahnsinnig weit davon entfernt, was auf diesem Boden ohne das menschliche Zutun wachsen würde. Ein Forst ist immer noch auch ein Wald. Und der werde auch ohne unser Zutun noch. Also selbst ein Fichtenacker hat noch Anteile und ökosystemare Bestandteile, die einem Urwald zumindest nahe kommen. Anteile. Ja? Nicht viel, aber Anteile. Und ist damit immer noch, aus meiner Sicht, doch erheblich näher an einem natürlichen Ökosystem, weil da natürlich halt eben auch Wald stehen würde, als ein Maisacker beispielsweise. Ja? So, aber jedenfalls, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen wollte, neben dem Aufruf, auch wirklich mal diese Dramatik, diese menschlichen Schicksale und vielleicht auch noch mal ganz, ganz wichtig bei den menschlichen Schicksalen, auch Tante Erna, die da täglich mit Waldi spazieren geht. Auch Tante Erna hat in den letzten 4 Jahren ihren Standardwald verloren, wo sie seit 40 Jahren mit Waldi spazieren geht. Oder mit Waldi 1, Waldi dem 2., Waldi dem 3., Waldi dem 4. und immer so weiter. Ja, aber trotzdem, ja, das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Die Leute, die in so einer Ecke das Pech haben, heute, jetzt, zur Zeit, darf man das vielleicht so sagen? Ihr wisst, wie ich es meine. Eure Ecke, eure Region ist wunderschön, gar keine Frage. Aber zur Zeit ist das schon eine große, große Belastung. Ja? Und wem den Wald am Herzen liegt und wer da regelmäßig spazieren gegangen ist, Buschgraften, jagen, Pilze suchen, völlig egal, das ist furchtbar. Das ist also wirklich, wirklich, wirklich für die Leute vor Ort, das muss man sich mal klar machen. Da habe ich mich auch selber einfach zu wenig mich da auch selbst mit beschäftigt, was das mit jemandem anstellt. Ich hocke hier im Nordschwarzwald, wir haben ein paar winzig kleine Löchlein im Wald und ansonsten ist alles tipptopp in Ordnung. Also für mich, ich hab Glück gehabt. Ja, wir sind hier in der Ecke wirklich definitiv mit einem blauen Auge davongekommen und zwar einem kleinen, mit einer kleinen Schramme drunter. Und das war es aber auch. Andere Regionen sind im Vergleich dazu wirklich zusammengeschlagen und kriechen gerade ins Krankenhaus. So in etwa muss man sich das vorstellen. So, und woher das Ganze? Der Hintergrund der ganzen Fichtenkatastrophe. Das wollte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen beleuchten und dann noch mal ein bisschen spontan was zu erzählen. Nämlich, da müsst ihr wissen, das Ganze war zwar irgendwo vorprogrammiert und wie gesagt,
Keiner wundert sich da so richtig drüber, der in den letzten 30, 40 Jahren Forst gelernt hat. Aber warum hat man es da nicht verhindern können? Ja, das ist jetzt so der wesentliche Knackpunkt. Und dafür müssen wir mal zurück in die Vergangenheit, als das mit den ganzen Fichtenwäldern losging. Und wann war das? Ja, so plus minus 1800 und ein paar zerquetschte. Beziehungsweise genau genommen können wir da zurück nach 1713 müsste das gewesen sein, als der Berghauptmann von Freiberg in Sachsen, das ist schon ein uralter Universitätsstandort, da befindet sich bis heute noch die Bergakademie zu Freiberg. Das ist im Grunde nur zwei Stelle, nee, das ist keine Zweigstelle, das ist tatsächlich immer noch eine eigene Uni, wo du unter anderem Geowissenschaften und verschiedene Ableger davon studieren kannst. Zur damaligen Zeit war das eine Bergmanns-Uni sozusagen, ja? Also zur damaligen Zeit, was man auch damals auch immer unter einer Universität, wie wir sie heute kennen, verstanden haben mag. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo man auch viel Historisches, Interessantes zu erzählen kann, wo ich aber kein Experte für bin. So, jedenfalls neben dem Forschungsbetrieb und dem Lehrbetrieb gab es da eben auch schlicht und ergreifend die vor Ort stattfindende Bergarbeit, also die Arbeit im Berge. Silbermine, glaube ich, unter anderem hatten sie da, zu der Zeit größtenteils noch Silber, Kohle war da noch nicht so das Thema. Kohle ging dann ja auch so gerade so dann so langsam, so 17, Mitte des 17, 18. Jahrhunderts, also 1750 um den Dreh, weiß ich nicht genau, aber dann ging das so langsam los mit der Kohle. Das war ja erstmal ganz einfache eimerweise Zecherei, bis das dann mit der Familienzeche weiterging und die ersten Großzechen kamen dann ja auch langsam auch auf, ne? Eine Zeche, Kohlemine, Steinkohlemine. Ne? So, und in dieser Zeit, als überall die Minen aus dem Boden, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und man gerade dabei war, sozusagen die Alternative zum Holz als Brennstoff zu entdecken, nämlich Kohle, was für vieles verantwortlich ist. Das muss ich niemandem erzählen. Die Industrialisierung hat zwei industrialisierte Weltkriege hervorgebracht. Die waren nicht gerade lustig. Die Industrialisierung hat das hervorgebracht, was jetzt derzeit uns die Fichten gekillt hat. Ja, unter anderem die Industrialisierung. Da mag es noch mehrere Ursachen geben, aber ob es ohne die so schlimm geworden wäre, darf man zu bezweifeln wagen. Aber die Industrialisierung, und da kann man wieder mal schön sehen, bei komplexen Themen ist fast nichts nur schlecht. Beliebtes Beispiel, Drittes Reich. Furchtbar, keine Frage. Aber die haben tatsächlich auch ein paar Sachen gemacht, die aus heutiger Sicht nicht schlecht waren, wie zum Beispiel den Naturschutz. Mehr oder weniger haben den modernen Naturschutz mit dem modernen Naturschutzgebiet, das in vielen Fällen ja was Gutes ist, und ohne sie jetzt in irgendeiner Form loben zu wollen, aber das ist eine Erfindung aus dem Dritten Reich, plus minus. Ja, das ist nun mal so. Ja, und eben auch die Tatsache mit der Industrialisierung hat uns eben die Waldflächen gerettet oder die Forstflächen, je nachdem, wie man das nennen möchte. Denn ohne die Industrialisierung und der aufkommenden Kohle hätten wir weiter mit Holz geheizt. Und wir hätten eine Dampfmaschine, die dann, sagen wir jetzt mal, trotzdem erfunden worden wäre, hätten wir mit Holz betreiben müssen statt mit Kohle. Und alles, was dann später mit Dampfmaschine, dann später noch mit anderer Technik und dann, ne, wir wissen ja, wie das dann lief, was dann alles möglich war, das hätte alles erstmal mit Holz betrieben werden müssen, wenn es die Kohle nicht in dieser Form gegeben hätte. Und so gesehen hat die Kohle irgendwo ein Stück weit den Wald gerettet, denn die Idee, die 1713 in Freiberg in Sachsen der Berghauptmann von Freiberg hatte, Hans Karl von Carlowitz, dass es nämlich eine kontinuierliche und nachhaltende Nutzung geben möge, nachhaltende. Ja, das Wörtchen nachhaltig ist von diesem nachhaltende Nutzung, die der Karlowitz damals aufgeschrieben hat, hergeleitet. Also man vermutet, das ist zumindest die forstliche Version der Geschichte, es mag vielleicht noch ein paar andere geben und ich bin nicht arrogant genug, um zu behaupten, dass die forstliche die einzige ist, aber eine mögliche Herkunft von Sustainability bzw. Nachhaltigkeit ist tatsächlich aus dem deutschen Forstwesen bzw. genauer aus dem deutschen Bergbau, und weil nämlich die Bergwerke wie Pilze aus Boden geschossen sind, auch unter Tage, und man da halt eben entsprechend immer schön die Stempelchen setzen musste, also sprich die Balken zum Abstützen des Berges nach oben, damit einem der nicht auf den Kopf fällt, brauchte man Holz. Und was brauchte man für Holz? Das ist nämlich auch ganz entscheidend. Ja, es gibt viele Gründe,
warum man ab 1800 spätestens fast nur noch Fichte, da wo es ging, angebaut hat, historisch betrachtet. Aber ein ganz essentieller Grund, den man sehr selten hört, ist, wie der Bergmann sagt, die Fichte spricht, bevor sie bricht. Hättest du da Eiche unter Tage reingekloppt, hätte wahrscheinlich länger gehalten. Aber Eiche ist ein kurzfaseriges Holz, zwar sauhart, aber kurzfaserig, das sich kurz zusammenstaucht, und dann bricht es auch sofort. Also entweder ist es stabil oder es bricht. Die Fichte, die dreht sich quasi so, wenn wir jetzt ein Fichtenstamm wären, drehen sich die langen Fasern wirklich so langsam auseinander. Das fasert wirklich durch den Druck, drückt sich zusammen und fasert auseinander. Und das macht ein quietschendes, ein deutlich hörbares Geräusch. Man kann das auch sehen. Und man hat noch ein paar Sekunden bis hin zu sogar einigen 10, 20 Sekunden, um in kürzester Zeit da wegzurutschen, wo gerade die Fichte mit dir spricht. Und das hat vielen Bergmännern das Leben gerettet. Die wurden dann trotzdem nicht alt, wie wir alle wissen, aber es hat wirklich vielen Bergleuten das Leben gerettet. Drum hat man eigentlich fast nur Nadelhölzer, Kiefer gingen auch, wo man keine Fichte hatte. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Wollte man unter anderem deswegen die Fichte haben. So, also die Idee, überhaupt Wälder wieder aufzuforsten, das stand in dem Buch Silvicultura Economica, die Anleitung zur wilden Baumzucht von dem besagten Hans Karl von Carlowitz um 1713. Und das ging um die Welt. Der Mann ist ein Jahr später nach Veröffentlichung seines Buches auch schon gestorben. Da hat er also quasi sein gesamtes Wissen, was er in seinem Leben gesammelt hatte, und er hat viel Wissen gesammelt, war ein Gelehrter, das darf man schon zu sagen bei dem Mann, hat er in dieses Buch gesteckt. Das ist auch ein Riesenwälzer. Wirklich, wirklich. Das Ding kannst du fast nicht lesen, wenn du nicht wirklich begeistert für das Thema bist. Selbst ich habe das komplette Teil noch nicht durch. Kann ich nicht behaupten. Ja, und schon gar nicht das Original. Das ist ja dann nochmal zu der Zeit ein bisschen eine andere Literatur, die man heute nicht mehr gewöhnt ist. Aber nichtsdestotrotz, das ging um die Welt. Das hat in Gesamteuropa dazu geführt, dass man A mal begriffen hat, dass Aufforsten nötig ist. Weil das müssen wir noch dazu sagen. Bis dahin gab es eine kurze Episode, wo mal schnell eben im Mittelalter einer mal ein bisschen Fichten gesät hat, Kiefern gesät hat und offiziell Tannen, wahrscheinlich waren es Kiefern. Er hieß zwar der Tannensäher von Nürnberg, das war Peter Stomer, der ist 1523, glaube ich, sowas um den Dreh, aktiv gewesen und hat kurzfristig hier und da mal ein paar Nadelforster aufgeforstet. Ja, und hatte einfach herausgefunden, dass im Mittelalter ist ja kein Mensch auf die Idee gekommen, dass man Bäume auch nachsäen kann und dass das sinnvoll ist. Und hat sich damit gutes Geld verdient, aber dummerweise ist er dann gestorben. Wie so häufig in der Geschichte, Leute, die eine tolle Idee haben, sterben trotzdem. Dankenswerterweise sterben auch die Diktatoren und die Bösen und die Darth Vaders der Menschheitsgeschichte, ja. Aber leider auch die Guten. Und in dem Fall war es wirklich schade, dass Peter Stomer ins Gras gebissen ist, weil kaum war der tot, hatte die Welt wieder vergessen, wie man Bäume nachpflanzt. Und dann musste erst eben 200 Jahre später der Hans Karl von Carlowitz die Ideen von Neuem entwickeln, sozusagen, zumindest für Europa. Jetzt, was im asiatischen Raum so passiert ist und so weiter und so fort, das klammern wir jetzt mal aus, das weiß ich auch gar nicht vollumfänglich. So. Jetzt hat also Europa mitbekommen, dass Bäume nachpflanzen eine gute Idee ist. Damit haben sie auch sofort angefangen und blöderweise gab es dann halt eben dieses Nachfrageproblem. Das mit der Fichte, die spricht, bevor sie bricht, hatte ich ja schon gesagt. Und das war ja auch gerade eben dem Hans Karl von Carlowitz persönlich wichtig. Der war kein großer Naturschützer, der hat einfach nur gesehen, die Menschheit wird Holz brauchen und in dem Zustand, wie wir es jetzt gerade verbrauchen, wird es bald alle sein. Der hat auch noch gar nicht gewusst, dass dann bald die Kohle sämtliches Brennholz ersetzen wird. Oder nicht sämtliches, aber doch ein großanteilig. Und jedenfalls, kurz bevor die Kohle die Vernichtung der letzten Waldgebiete quasi verhindert hat, wenn wir das so nennen wollen, hatten wir nämlich folgenden Stand. Da war Nadelholz hui und Laubholz hat keine Sau brauchen können. Warum nicht? Naja, erstens mal, die Fichte ist ein prima Bauholz. Ja, das ist sie bis heute, das macht sie bis heute so attraktiv. Das ist bis heute das große Problem, wenn Fichten fehlen, dass uns dann Bauholz fehlt. Ja, das wird in den nächsten Jahren uns durchaus noch beschäftigen. Könnt ihr euch schon mal merken, habe ich jetzt gesagt. Denkt an meine Worte. Und ja, jedenfalls. Warum ist die so ein tolles Bauholz? A, sie ist einfach tolle Stabilitätseigenschaften, ja, schön fest, schön stabil, schöne Druckverhältnisse, die sie aushält und. Und dabei ist sie noch leicht.
So, das heißt, auch mit nur wenig Kran und mit einfacher Krantechnik und manchmal auch ganz ohne Krantechnik kannst du Fichtenholz dahin transportieren und wenn es notfalls auf den Schultern von diversen Zimmerleuten ist, wo es hin soll. Ja, und ein Dachstuhl aus Fichte, das lässt sich vergleichsweise leicht, nicht, dass ich das könnte, aber vergleichsweise leicht lässt sich sowas errichten. Und das ist bis heute so. Ja, wenn du das gleiche mit Eiche versuchen wollen würdest, würdest du ohne Kran, Flaschenzüge etc. pp., also aus heutiger Sicht nur noch Kran selbstverständlich, da überhaupt nichts zustande bringen und auch die Konstruktion von der Statik her für das gesamte Gebäude, ein Eichendachstuhl, ist was ganz, ganz anderes als ein Fichtendachstuhl, einfach weil das Holz viel schwerer ist. Ist das stabil? Ja, natürlich, aber hat man das jemals als Dachstuhl verbaut? Vielleicht in 2, 3, 4, 5 Gebäuden in ganz Europa. Also es wäre relativ blödsinnig zu versuchen, mit Eiche, massiv Eiche, dann auch mit richtig dicken Geschichten und so weiter und so fort, dieses saumäßig schwere Holz als Dachstuhl zu verwenden, wenn es doch Fichte gibt. Und die wächst auch noch schneller. Und ist auch noch gleich immer schön gerade und schön hoch. Das ist bei Eiche überhaupt nicht selbstverständlich, dass die in diesem Zustand wächst. So, also das war Fichtengrund Nummer 1. Fichtengrund Nummer 2. Versuch mal, schwere Eichenstämme mit einem Ochsenkarren aus dem Wald zu kriegen. Macht keinen Spaß. Ja? Besser ist noch auf den Winter warten und versuchen, schwere Eichenstämme mit einem Schlitten und einem Ochsen möglicherweise aus dem Wald zu kriegen. Am besten bist du im Gebirge, dann kannst du im Winter die Stämme wirklich über eine Eisrutsche einfach ins Tal schlottern lassen und dann sind sie unten. Dabei sterben regelmäßig ein paar Leute, aber das ist ja nicht so dramatisch. Leute hatte man ja genug, Holz offensichtlich nicht. Und dementsprechend war das auch noch eine Möglichkeit. Aber generell stellt euch einfach mal Logistik mit tonnenschweren Stämmen, die man ja teilweise auch in groß gebraucht hat, nicht immer nur kleine Scheitling zum Brennholz machen. Das war ja grundsätzlich sowieso überall. Jeder Haushalt hat mit Brennholz geheizt. Ausnahmslos. Ja. Aber davon mal abgesehen, Bauholz zurück ins Dorf kriegen, in die Stadt oder gar, wenn du eine Stadt bist, die weit weg ist vom nächsten Wald, bis dahin das Holz zu bekommen, das war eine Mammutaufgabe ohne LKW und solche Späße. Und da kommt jetzt wieder die Fichte mit ihrem Vorteil ins Spiel. Leichtes Holz. Was macht leichtes Holz? Das kann gut schwimmen. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja? Also so ziemlich jedes Holz, was wir in Deutschland haben, schwimmt so irgendwie. Ja, aber da kommt schon drauf an, ob das so gerade eben so sich so ein bisschen mitten im Wasser hält. Oder ob das wirklich wie ein Korken oben aufschwimmt und nahezu gar nicht unter die Wasseroberfläche drückbar ist. Letzteres ist bei Fichte plus minus der Fall. Bei Buche, die liegt so richtig schön tief drin. Ja, und gerne auch mal wirklich plus minus am Grund, wenn das Wasser nicht tief genug ist. Bei dicken Buchenstämmen ist fast kein Wasser, das man irgendwie als Bergbach hat, tief genug, dass man damit nennenswert Buchenholz transportieren könnte. Fichte, wie gesagt, schwimmt schön oben auf. So, jetzt schmeißt du also deine Fichte, rumpel die Pumpe den Hang runter und unten am Hang, was ist da? Ein Tal. Und was ist unten in dem Tal? Fast immer ein Bach. So, und ist dieser Bach zu schwach, um dein Fichtenholz zu transportieren, dann staust du den Bach halt eben auf, bis es einen kleinen Stausee gibt. Dann haust du den Stöpsel aus deiner Stauwauer raus, deine Stauwauer bricht auf und das ganze Wasser inklusive sämtlicher Fichten saust ins Tal. Damit hat man sehr, sehr, mit sehr, sehr geringem Aufwand riesige Mengen Holz erstmal von A nach B transportieren können. So, und das ging eben nur mit einem leichten Nadelholz, weil das schwimmt gescheit. Buche wäre viel zu schwer gewesen, wäre überall hängen geblieben. Du hättest noch viel mehr Wasserkraft gebraucht, mehr Power, um das Zeug überhaupt ins Tal zu bekommen. Wenn man das mal mit Buche gemacht hat, und das dürfte selten genug gewesen sein, dann hast du im Prinzip nur Bruchholz transportieren können. Keine ganzen Stämme, schon gar nichts, wo man hinterher einen Balken raussägen kann. Davon abgesehen, dass man aus Buche sowieso keinen Balken raussägen kann. Das heißt, man kann schon, aber der wird dann beim Trocknungsprozess quellen und schwinden und dann krumm und schief. Und also alles, was du aus einem Buchenstamm raussägst, verformt sich in den nächsten Jahren so massiv, dass damit irgendeine architektonische Bauweise hinten und vorne nicht möglich ist. Das geht bestenfalls noch für ein Blockhaus und das ist dann auch ein sehr, sehr schlechtes Blockhaus, das einen Haufen klaffende Öffnungen hat, die man dann mit jede Menge Moos und sonstigem Material wieder zustopfen muss. Und auch da wieder, warum sollst du einen unglaublich schweren Stamm durch die Gegend wuchten, wenn du das auch mit Fichten tun kannst, die weniger wiegt und schneller wächst?
Ja, das kam dann auch noch erschwerend dazu. Dom Laubholz war fast immer vor Ort dafür notwendig, um, bis es die Steinkohle gab, eben den anderen super tollen Energieträger der vorindustriellen Zeit, nämlich Holzkohle, herzustellen. Die musste ja auch irgendwo herkommen. Und dann eine Köhlerei, ein Meiler. Ja? Ein Meiler kennt jeder. Das ist dieser schöne aufgeschichtete Holzhaufen, den man dann mit Lehm abdeckt oder sonstigen Boden und anzündet und nach und nach schwelt das Ding vor sich hin und am Ende hat man einen Haufen Holzkohle, wird bis heute noch gemacht, ist angeblich die beste Grillkohle der Welt. Ich habe da keine Ahnung von, ich grill auf dem, was gerade verfügbar ist. Jedenfalls, diese Dinger hat man vor Ort in jedem beliebigen Wald nahezu überall aufstellen können, sobald ein bisschen Löschwasser in der Nähe war. Die werden nämlich schnell mal zu heiß, entflammen sich dann richtig und dann ist die ganze Kohle futsch. Drum, Löschwasser musste vorhanden sein, das war die wesentliche Voraussetzung. Eine ebene Fläche musste vorhanden sein, die hat man notfalls mit der Schaufel eben geschaufelt. Und dann konnte man überall einen Meiler hinstellen. Das hat man in die Laubwälder halt getan. Und anders als Laubholz, was saumäßig schwer ist, ist Holzkohle, die dann nur noch 10% von dem Wasser enthält, was da im eigentlichen Stamm mal enthalten war, wenn überhaupt 10%, teilweise noch deutlich drunter, war viel, viel, viel leichter bei einer deutlich reduzierten, aber immer noch richtig guten Brennleistung. Ja, und die Holzkohle, die hat jetzt der Köhler mit dem Rucksack, mit der Lastenkraxe, mit der Schubkarre, mit dem Pferdekarren, mit dem Ziegenochsen, was auch immer Karren, das hat man transportieren können, auch mit primitiven Methoden. Ja, und so wurde dann die Energie, die im Laubholz drinsteckt, auch nutzbar gemacht. Aber da dieses Laubholz im Grunde für die wertvollen Verwendungen, Häuslebau etc. pp., Schiffbau, was auch immer, kaum Verwendung fand, war das dann Holz zweiter Klasse. Nadelholz, das war das tolle Zeug. Das wollte man haben. Diese Flößerei, sei es Brennholz, sei es ganze Stämme gewesen, das ging so weit, dass man das dann die großen Schwarzwaldflüsse, insbesondere bei uns im Schwarzwald, wurde das massiv betrieben, wird bis heute noch als Museumsbetrieb zum Teil gemacht, hat man es einfach die großen Schwarzwaldflüsse runtergeschwemmt bis in den Rhein, hat dann jede Menge dieser Flöße, auf denen man mitfahren konnte, mit einem großen Stock zum Steuern, ne, und bist du dann auf den Stämmen draufgestanden und hast die sozusagen in den Rhein gesurft, würde man heute sagen, Stand-Up-Paddling oder wie auch immer, wurden dann am Rhein zusammengebunden zu gigantisch großen Flößen, auf denen ein halbes Dorf Platz hatte und das fuhr auch mit. Und damit ist man dann bis nach Holland und Holland hat daraus dann entweder Schiffe gebaut oder das Ganze aufschiffen, nochmal woanders hin verfrachtet, wo dann die großen Nadelhölzer, übrigens im Schwarzwald auch viel Tanne, nicht nur Fichte, wirklich auch gebraucht wurde, wo man dann sich dumm und dämlich verdient hat, diese wertvollen Hölzer eben ohne Eisenbahn, ohne irgendeine bessere Logistik bis ans Meer zu bekommen, war eine großartige Gelegenheit. Das war das einzige und erste Mal in der Geschichte, dass man als kleiner Hinterwäldler im Schwarzwald mal so richtig reich werden konnte. Ja. Heute geht das nur noch mit Tourismus, wenn überhaupt. Gut, so. Viele, viele Argumente eben für das Nadelholz. So, und jetzt kam kurze Zeit, nachdem einer der frühesten und ersten Vertreter der Forstwissenschaft, Heinrich Gotter, der war ansässig, übrigens schon wieder Sachsen, bei Tharandt, das ist ein kleines Dörfchen hinter Dresden, liegt in einem sehr dunklen Tal und bis heute hockt da die forstwissenschaftliche Fakultät der Technischen Universität Dresden. Früher waren die mal eigenständig, jetzt gehören sie zu Dresden, beziehungsweise Dresden gehörte früher mal zu denen. Nein, ganz sowas nie. Aber die älteste forstliche Fakultät, vermutlich der Welt, man kann sich streiten, St. Petersburg will angeblich noch was Älteres haben, aber da die Russen ja gerade keiner mag, sind es auf jeden Fall wir. Da hat jetzt die Welt auch momentan gar nichts dran auszusetzen, denke ich. Von daher wenigstens etwas Gutes, das Ganze. Böse, böse, böser Humor. Na, nehmt's mir nicht übel, manchmal muss man ein bisschen zynistisch an die Sache rangehen. Gut, ja. Jedenfalls, da gab es Heinrich Gotter. Der hat den ganzen Kladderadatsch-Verein da gegründet, also die ganze forstwissenschaftliche Forschung in Sachsen und damit die älteste, zumindest wenn man sich kloppen mag, da gibt es noch einen gewissen Hartig. Johann Gottfried heißt er, glaube ich, Hartig. Heißt das so? So viele Leute heißen Johann Gottfried. Aber jedenfalls, das war der andere Professor, der auch mit den Forstwissenschaften schon angefangen hatte. Kotter gilt trotzdem als geistiger Vater und als sonstiger Vater der Forstwissenschaft der Modernen. So, auch das Problem,
ähnlich wie Peter Stromer damals im Mittelalter, war auch Heinrich Gotter dummerweise nicht unsterblich. Ne? Wie gesagt, auch die Guten beißen frühzeitig ins Gras. Und das war auch bei ihm der Fall, denn er hatte bereits die Idee, dass man den Waldbau der Zukunft zwar gut mit Fichte machen kann, ja, aber dass das langfristig gedacht doch keine so gute Idee ist, immer nur auf eine Baumart zu setzen. Und man möge doch zumindest anteilig auch mal ein bisschen gemischten Wald dazwischen haben. Also das Wissen war damals da. Das Problem, wie gesagt, der Mann ist gestorben. Ja, häufiges Dilemma in der Geschichte. So, und dann kamen seine diversen Nachfolger, unter anderem der Herr Juteich. Der hat dann noch ein Gebäude in Tharandt rumstehen, der Herr Kotter übrigens auch. An dem Herrn Juteich ist auch nicht allzu viel auszusetzen, außer, dass er dann leider eben auch toll gefunden hat, die Idee eines gewissen Herrn Presslers. Auch der Herr Pressler hat sicherlich nicht böse gemeint. Ja, das muss man auch ganz klar machen. Das sind Leute, deren Andenken man aus Versehen leider ein bisschen in den Schmutz treten könnte, wenn man da böse drauf ist. Aber haben sie nicht verdient und das ist auch nicht notwendig. Aber der Herr Pressler war Mathematiker. Und der Herr Pressler, der kam zum Forst nach Tharandt, ne, zur forstlichen Forschung. Und als Mathematiker hat er sich da halt eben mathematisch eingebracht. So, und dann kam der auf eine relativ nachvollziehbare Formel zur sogenannten Bodenreinertragslehre. Und die sogenannte Bodenreinertragslehre besagt, dass du mathematisch ausrechnest, welchen Baum du wann auf welche Fläche stellst, wie viel Geld du dann im Zeitpunkt X bekommst. So, und um die Sache kurz zu machen, wenn man das anwendet, dann kommt bei raus, dass auf allen Flächen, auf denen Fichte wachsen kann, Fichte die beste Wahl ist, mit der man am schnellsten, am meisten Bodenreinertrag, der Name klingt schon schlimm für heutige Verhältnisse, gell, erzielen kann. So, und das war leider eine mathematische Formel, die recht verständlich ist. Die habe sogar ich kapiert. Ich weiß sie nicht mehr auswendig, ne? Aber ich kann sie euch mal einblenden. Und das ist relativ einleuchtend. Ja, und jeder, der ein bisschen schlau sein wollte und was auf sich hielt, der hat die dann halt angewendet. So nach dem Motto, wir sind klug, wir können hier diese krasse Formel anwenden und auf unseren Wald übertragen. Das ist jetzt natürlich nur meine Interpretation des Geschehens, dass das mit eine Rolle gespielt hat, dass man sich toll fand, weil man mathematische Erkenntnisse auf den Wald einsetzen kann und in der Lage war, so eine komplizierte Formel zu verstehen mit Feld-, Wald- und Wiesenmathematik, so wie ich sie auch nur beherrsche. Aber nichtsdestotrotz, das hat sich durchgesetzt. Das hat sich 200 Jahre lang, oh nicht ganz, sagen wir mal 100 Jahre lang, hat es sich unangefochten durchgesetzt. Das war so um 1850 rum, glaube ich, bisschen früher vielleicht, dass das der Herr Pressler gewesen ist, der mit dieser Idee um die Ecke kam. Der hat übrigens auch ein paar gute Sachen gemacht, der Herr Pressler. Der Zuwachsbohrer, mit dem man ermitteln kann, wie alt ein alter Baum ist, der ist auch vom Pressler. Ja? Also die Idee hat er auch gehabt. Der ist super. Bis heute unverändert auf dem Markt und nach wie vor das einzige Instrument, mit dem man sowas so richtig zweifelsfrei nachweisen kann. Nur um der blinde Herr Pressler nicht ganz so schlecht dasteht. Er hat es wirklich auch nicht böse gemeint. Ich bin mir sicher, dass er nicht wollte, dass unsere Wälder nur noch, ja, vielleicht wollte er es doch, aber er hat nicht gewusst, wie schlimm das sein wird in 150 Jahren später, dass unsere Wälder nur noch aus Fichte bestehen. So, aber der Siegeszug der Fichte nahm ihren Lauf. Man hat also ganz viel Fichte gepflanzt. So, jetzt machen wir einen Sprung, gehen wir 60 Jahre in die Zukunft und ein paar Leute sind der Meinung, es sei eine gute Idee, doch mal ein bisschen Weltkrieg zu betreiben. Gut, also wurde ein bisschen Weltkrieg betrieben, war dann am Ende doch keine so richtig gute Idee und am Ende vom Weltkrieg hatten wir diverse Reparationszahlungen zu leisten, weil wir ja nicht so ganz unbeteiligt gewesen sind an der Idee, Krieg zu führen. So, das heißt, die anderen, also die um Deutschland drumherum, kamen bei uns vorbei und haben mitgenommen, was sie so kriegen konnten. Und darunter vor allen Dingen unsere schönen deutschen Fichten, die wir ja über viele Jahre jetzt zu diesem Zeitpunkt als genau eine Generation jetzt mit Presslerscher Anleitung wunderbar herangezüchtete Hochleistungsfichte dastehen hatten. So. Und diese eine Hochleistungsfichtengeneration war jetzt natürlich super wertvoll, gerade hiebsreif. Und dann kamen die Franzosen und die Engländer und wer noch nicht alles, vor allen Dingen die Franzosen übrigens, und haben die alle platt gemacht und dann waren sie weg. So, jetzt hatten wir plötzlich was nicht mehr? Wald, genau. Waldfläche hatte sich also zum ersten Mal erholt, als die Kohle aufkam. Ja, da hat sich keiner mehr groß für interessiert. Dann eben durch das Zutun von Karlowitz, das Zutun von Kotter, den wir auch schon erwähnt haben, ging es wirklich bergauf mit dem Wald. Dann kam Pressler. Die letzten Löcher im Wald haben sich also mit Fichtenbreinbeständen geschlossen. So, nun war sämtlicher Wald wieder weg. Oder nicht sämtlicher, aber doch sehr viel.
Wir haben also aufgeforstet. Und da wir uns noch daran erinnert haben, welchen Wald wir denn dastehen hatten, bevor die Franzosen und die anderen den entsprechend umgesägt hatten, ob das jetzt begründet war oder nicht, das lasse ich jetzt mal außen vor. Man kann schon menschlich ein bisschen nachvollziehen, dass die Kriegsschulden irgendwo wieder reinholen wollten. Also ich persönlich kann das historisch betrachtet und menschlich durchaus ein bisschen nachvollziehen. Aber egal, jedenfalls, was haben wir also danach gepflanzt? Das, was uns gefehlt hat, Fichte. Ja, logisch, was hätten wir sonst pflanzen sollen? Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, das ist ganz, ganz wichtig und das muss ich unbedingt erwähnen. Man kann nämlich nicht beliebige Baumart auf eine Kahlfläche pflanzen, sondern eben nur diejenigen, die auch vernünftig wachsen, wenn du sie einfach auf eine Kahlfläche pflanzt. Und da ist auf Platz 1 der gut wachsenden, kahlflächentauglichen Bäume, ihr werdet es schon erraten haben, die Fichte. Und auf Platz 2 die Kiefer. Die beiden immer noch flächenmäßig, ja, also ich glaube gerade noch so häufigsten Bäume der Bundesrepublik. Ja? So, und also hat man das Zeug dahin gepflanzt, was das Zeug hält. Die Reinertragslehre sagte ja nicht nur Fichte, die sagte auch, wenn Fichte nicht geht, dann nehmt Kiefer. Also das sind die wesentlichen Eckpunkte gewesen. In ganz seltenen Fällen wird man sogar mal auf Eiche rausgekommen sein. In ganz seltenen Fällen. Ja, aber was sich durchgesetzt hat, wissen wir. So, also haben wir jetzt wieder schön ordentlich unsere Bäumchen gepflanzt und danach kam so ein Typ mit so einem ziemlich hässlichen Bart im Gesicht auf die Idee, ja, nochmal Krieg wäre vielleicht eine ganz gute Idee, weil wir ja irgendwie die Herrenrasse und so ein Schwachsinn sind. Und was war danach? Richtig, die anderen, die ja gewonnen hatten, sind wieder rübergekommen und was haben sie gemacht? Bäume gefällt. So, dann waren sie wieder weg. So, und was machen wir? Wir wollen wieder aufbauen. Wir haben ja so ein paar zerbombte Städtchen, die wieder aufgebaut werden sollen. Und dann wollen wir auch bitte gerne Holz haben. Und wir wollten ein schönes Motiv fürs 50-Pfennig-Stück. Wer nämlich noch das 50-Pfennig-Stück kennt, also das ist jetzt historisch alles nur so halb korrekt, ne? Ben-Humor, müsst damit klarkommen. Liebe Historiker unter euch, bitte mit dem Ben-Humor klarkommen. Es geht nur so um grobe Hintergrundgeschichte. Das ist, ich weiß, das ist, ich bin ja auch kein Historiker, aber ich hoffe, es ist trotzdem erträglich. Jedenfalls, auf der 50-Pfennig-Münze, auf der Rückseite, war eine Frau, die gerade eine Hybrideiche, die irgendwie so eine Kreuzung aus diversen verschiedenen Eichen, in den Boden steckt. Und das sind die sogenannten Trümmerfrauen, beziehungsweise ein Beispiel für die sogenannten Trümmerfrauen, die unter anderem eben auch fürs Aufforsten zuständig waren. Die hatten dann auch irgendeinen Namen. Kulturfrauen, meine ich, hat man sie in manchen Ecken genannt. Warum waren das alles die Frauen? Na, die Männer waren ja tot. Schlicht und ergreifend. Oder gerade noch in Gefangenschaft oder sonst irgendwie. Oder verkrüppelt oder zu alt, um am Krieg teilgenommen zu haben oder zu jung. Jedenfalls mussten das natürlich die Frauen leisten. Eine großartige Leistung. Und diese, die uns wirklich wirtschaftlich extrem geholfen haben, Wälder, die dann da entstanden sind, auch größtenteils wieder Fichte und Kiefer, weil war Kahlfläche, weil was anderes kannst du da nicht hinpflanzen, weil wächst schnell, weil liefert gut schnelles Holz zum Wiederaufbau. Man kann doch ums Verrecken jetzt nicht hingehen und jetzt den Altvorderen, die damals in dieser Situation Fichte gepflanzt haben, vorwerfen, dass sie jetzt schuld sind, dass wir so viel Fichte rumstehen haben und deswegen jetzt so viele Löcher im Wald. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Ja, und das macht, dass gerade auch wieder jetzt menschlich für den Förster, der sich auf seinen Vorvorvorgänger berufen muss und der sein Vorvorvorgänger vielleicht gar kein Vorgänger gewesen ist, sondern diese Kulturfrauen, die da die Fichten für nix und fast kein Geld und eine Kartoffel am Tag, und das ist jetzt keine Übertreibung, in der wirklich schlimmsten Zeit, zumindest menschlich gesehen, schlimmsten Zeit unserer nationalen Vergangenheit, vielleicht eine der schlimmsten, kann man sich streiten, was da die schlimmste war, aber sie gehört sicherlich dazu, die dann in dieser Situation da wieder eben dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt noch was haben, was man als Wald bezeichnen kann heute. Das muss man auch so sehen. Deren Erbe ist es quasi, was der jetzt zuständige Förster da hat verwalten müssen und was ihm jetzt abhanden gekommen ist. Ja? Also, wie gesagt, die menschliche Komponente, das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und das waren keine Idioten, die danach im Krieg nicht wussten, was sie pflanzen sollen. Und vielleicht haben sie auch tatsächlich nicht drüber nachgedacht, dass nur Fichte zu pflanzen eine blöde Idee sein könnte. Aber die hatten nun, weiß Gott, andere Sorgen.
als da eben zu überlegen, wie kann man jetzt einen erheblich langsamer wachsenden, aber ökologisch stabilen Mischwald errichten. Ja, das kann man schon so ein bisschen menschlich echt nachvollziehen. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Zeitsprung. Wiederaufbau ist jetzt vorbei, hat funktioniert, die Wälder wachsen. Ja, die Wälder wachsen ganz wunderbar, insbesondere auch die Fichtenwälder, die sind gut gewachsen, ne? Gar keine Frage, hat alles gut funktioniert. So, und jetzt haben wir plötzlich Zeit und das Wirtschaftswachstum und die Freiheit des Geistes auch wieder so ein Stück weit und die Möglichkeit, wissenschaftlich jetzt auch mal ordentlich an die Sache ranzugehen. Und nach etabliert sich eben das, was wir aus der modernen Forstwirtschaft als Brot und Butter auf selbriges geschmiert, nee, also eigentlich als Butter aufs Brot geschmiert bekommen, so, nämlich die Ideen zum multifunktionalen Wald. Der Wald nicht primär als Rohstoff, weil du einfach aufbauen musst, weil du ums Überleben kämpfen musst, weil du halt Holz brauchst, damit du was zum Heizen hast, weil Kohle gab es ja nach dem Krieg auch keine mehr plötzlich. Und, sondern jetzt kommt auf einmal auch die Umweltbewegung ins Spiel. So, und auf einmal ist den Leuten bis dahin, war das zwar schon vorhanden, ne? Theoretisch waren ja sogar die Nazis eben mit den Naturschutzgedanken schon beschäftigt, aber jetzt wird es langsam publik. Jetzt gibt es da langsam ein nationales Interesse für den Erhalt der Natur, für stabile Ökosysteme, für natürliche Ökosysteme und so weiter. Ab den 70ern, 80ern geht das so richtig los. Die Anti-Atomkraft-Bewegung, solche Sachen. Der Stein kommt ins Rollen. Heute haben wir ja schon wirklich massive Auseinandersetzungen um Sinn und Zweck des Waldes. Und wenn jemand da ein Papierchen im Wald liegen lässt, dann wird er zu Recht von einigen von uns, ja, da zähle ich mich auch dazu, mental zumindest verhauen. Ja, bitte nur mental. Aber das geht jetzt langsam los. Ja. Und damit gibt es auch neue Interessen an der Waldforschung. Das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Und dieses multifunktionelle Verständnis des Waldes, das wir heute haben und das wir heute in den Forstwissenschaften betreiben, das kommt immer mehr auf und immer mehr kommt man im Zuge dessen, auch durch viele bekannte Forstwissenschaftler, die sich dann später einen Namen gemacht haben, zum Beispiel Karl Geyer, um mal einen zu nennen, aus Bayern, aus München, die dann Ideen hatten zu gemischtem Wald, zu Dauerwald, zu alten Wäldern und zu sonstigen Ideen, wie man den Wald ökologisch sozusagen, das hat man damals noch nicht unbedingt so genannt, das Wort Ökologie ist noch gar nicht mal so alt, überhaupt nicht, aber solche Ideen kamen nach und nach auf, fanden Einzug in die Forstwissenschaften und die Forstwissenschaften wurden immer mehr zu einer interdisziplinären Waldökosystemwissenschaft und ein bisschen weniger, als sie das in ihrer Entstehungszeit noch waren, zu Forstökonomie als Hauptfach und alles andere war dem plus minus untergeordnet, plus Wild. Ja, das war natürlich auch noch wichtig, ja, Trophäen an die Wand hängen, etc. So. Und in diesen 70ern, 80ern Jahren kam dann langsam für denjenigen, der es damals studiert hat, auch der Zweifel auf, auch durch die Professoren, vor allem durch die Professoren, spätestens dann durch deren Nachfolger, der amtierenden Professoren, dass nur Fichtepflanzen möglicherweise irgendwie dann doch mal blöd, weil den Borkenkäfer, den gibt es, seit es die Fichte gibt. Da gab es immer mal wieder Borkenkäferproblemchen, immer mal wieder kleinere Borkenkäferepidemien, sozusagen lokal, die man immer mit Rausschneiden der Fichte gut in den Griff bekommen hat. Und 2000 rum müsste das gewesen sein, die erste große Borkenkäferkatastrophe in Deutschland, nämlich am, Entschuldigung, ich habe das neulich mal die Berge durcheinander geschmissen, diesmal korrekt, am Lusen im Bayerischen Wald, nicht am großen Aber. Der ist relativ verschont geblieben, vor allem der Lusen war der Berg, an dem das massiv aufgetreten ist. Die Idee des Nationalparks heißt bei einer Katastrophe trotzdem die Natur Natur sein lassen und nichts machen und einfach abwarten, was die Natur damit anfängt, nämlich der komplette Wald ist kahl. Wie wir das heute wirklich als Standardbild sehen, das war damals eine Sensation im negativen Ausmaß, also eine Katastrophe. Zu gut Deutsch. Ja, und die Leute waren entsetzt. Wie kann man denn nur den Wald da völlig verkommen lassen? Und da wächst nie wieder was. Und kurze Zeit später standen 20.000 Jungfichten, mindestens 20.000 Jungfichten pro Hektar auf der Fläche. Und das hat sich wunderbar wieder zugewachsen und sieht heute schon wieder relativ manierlich aus. Ja, aber das muss nicht immer so sein.
Das müssen wir uns jetzt auch gleich mal merken, bevor mir jetzt einer kommt. Ja, dann machen wir einfach nichts auf den ganzen Flächen im Sauerland, Siegerland, Harz etc. Das muss nicht immer so sein. Wald ist das komplexeste terrestrische Ökosystem, das wir so haben. Terrestrisch zumindest mal. So, und da kann man niemals hingehen und mit irgendwelchen Pauschalen arbeiten. Bäume machen immer so und nie anders. So ist es richtig und nie anders. Ja, sobald du mit sowas anfängst, wie so ein paar andere prominente Förster hin und wieder mal gerne tun, hast du es nicht kapiert. Ja? Im gleichen Atemzug behaupten sie, wie wertvoll und komplex und schwierig so ein Waldökosystem wäre, und dann kommen sie mit einfachen Lösungen um die Ecke. Und das kann nicht funktionieren. Und drum hast du manchmal keine Lösung, aber dann erzählst du wenigstens keinen Schwachsinn. Das ist mir dann persönlich doch deutlich lieber. Ja, aber jetzt haben wir vielleicht an dieser Stelle so ein kleines bisschen den Hintergrund, den historischen, wo die Fichte herkam. Wer jetzt in den 80ern noch Fichte gepflanzt hat, der hat wahrscheinlich gehört, dass Fichte möglicherweise, komm gleich, dass Fichte möglicherweise dann irgendwie mal zum Problem werden könnte. Aber der dachte sich, und das ist ein Problem, weil diese Denke gibt's heute auch noch, einmal Fichte geht noch. Und dieser Spruch, einmal Fichte geht noch, den gibt's seit 40 Jahren. Und seit 40 Jahren denkt man, wenn mal wieder die nächste Situation die Fichte umgeschmissen hat, weil seit 40 Jahren gibt's auch immer wieder Ausfälle, vermehrt Ausfälle bei der Fichte, dass dann halt der geneigte Waldbesitzer sich denkt, ja komm, einmal Fichte geht noch. Ein weiser Kollege von mir, das war wirklich ein ganz, ganz toller Spruch, über den ich seitdem viel nachdenke, der meinte nochmal, einmal Fichte geht noch ist Quatsch, aber einmal Fichte kommt noch. Das heißt, bei den Flächen, die jetzt kahl sind, was wird da nochmal kommen? Fichte. Wird einmal Fichte noch gehen? Voraussichtlich nicht. Aber von alleine kommen? Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, und da müssen wir auf jeden Fall mit arbeiten, dass wir zwar noch einmal Fichte bekommen, aber selber dann durch unser Know-how, was wir jetzt seit 150 Jahren, also mindestens seit 40 Jahren wirklich ausführlich haben und in den letzten Jahren natürlich auch noch jede Menge dazugelernt haben, insbesondere seit ich da tätig bin. Nein, aber da hat sich schon viel getan. Und dieses Wissen müssen wir jetzt anwenden. Und wir können nicht einfach nur zulassen, dass jetzt nochmal Fichte hochwächst und dann wird sie 30 Jahre alt und dann ist sie wieder tot. Weil wir haben jetzt schon mit dem fehlenden Wald, der jetzt heute nach China verschifft wurde unter anderem, der heute im Wald selber noch rumliegt, weil ihn keiner abgeholt hat und der vor sich hin vergammelt, der im Sägewerk zwar jetzt noch eingeschnitten wird und das Sägewerk macht jetzt noch super Gewinn, wird dann aber die nächsten 20 Jahre eben kaum noch eine Fichte zu Gesicht bekommen. Das ist das nächste übrigens. Sägewerker sind ja so der Buhmann der Nation zurzeit. Die machen ja total den Gewinn damit, dass uns der Wald fehlt. Böse, böse. Ja, aber die werden auch Millionen investieren müssen, wenn sie nicht pleite sein wollen, um ihre Sägetechnik umzustellen auf andere Hölzer als Fichte. Weil so viel Fichte kommt da in den nächsten Jahren nicht nach. Die ist jetzt alle fällig. Ja? Sämtliche Fichte, die eigentlich über die nächsten 20, 30 Jahre verteilt aufgelaufen wäre, ist jetzt schlagartig verfügbar. Das ist nicht unbedingt gut. Kein Sägewerk hat beliebig viel Lagerraum, um endlich viel Fichte zu lagern und dann die nächsten 30 Jahre lang jeden Tag einen Scheit durch einen Stamm durch Sägegatter zu jagen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Also die Sägeindustrie ist nicht unbedingt der Buhmann. Vielleicht anteilig ein kleines bisschen, aber es ist auch wieder hier, um den Kreis nochmal zu schließen, damit wir dann auch langsam zum Ende kommen, auch hier wieder eine ganz wesentliche Komponente, dass wir ein bisschen menschlich denken müssen. Was soll der Säger denn machen? Der wird in Zukunft Douglasie sägen müssen. Douglasie kannst du nicht mit der gleichen Technik sägen, wie du Fichte sägen kannst. Du musst eine komplette Sägetechnik für ein paar Millionen Investitionen vollständig umstellen. Und dann ist es ganz gut, wenn du vorher noch mal ein bisschen extra Geld verdient hast, damit du diese paar Millionen Investitionen auch irgendwie stemmen kannst. Also menschlich kann ich einen Sägewerkbesitzer, der zurzeit rausholt, was geht aus dem Holzpreis, absolut nachvollziehen. Und das wird notwendig sein. So. Fazit, scheiße, dass die Fichten fehlen, um es mal deutlich zu sagen, sieht nicht schön aus, freut sich garantiert keiner drüber und auch nicht diejenigen unter uns, die sehr wohl wussten, wir haben euch ja gesagt, pflanzt keine Fichte, beziehungsweise wer das halt sagt, aber die historischen Hintergründe kennt, woher die Fichte kam, bei Fichte, die vor 30 Jahren gepflanzt worden ist. Da mag man vielleicht ein kleines bisschen kritischer hingucken. Und das darf man auch. Bei Fichte, die vor 50 Jahren gepflanzt worden ist, da kann keiner was dafür. Ja. So.
Das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, dann nochmal so ein paar Sächelchen zu erzählen. Vielleicht habt ihr das ein oder andere auch schon mal gehört von mir, aber in dieser zusammenhängenden Form habe ich das, glaube ich, so noch nicht erzählt. Es tut einfach wirklich zurzeit weh, wenn man in Regionen mit viel Fichte unterwegs ist und da sieht, welche Löcher da drin sind. Und wenn man weiß, dass das 20 Jahre mindestens dauern wird, bis da wieder ein halbwegs brauchbarer Wald steht, der einigermaßen Schatten wirft. Mindestens. Mindestens. Und diesmal auch wirklich das Risiko besteht, anders als beim Lusen damals im Bayerischen Wald. Das wusste man zwar nicht, aber heute kann man das ganz gut beurteilen. Diesmal besteht wirklich auf manchen Flächen das Risiko, dass einfach die Erosion so schnell den Boden entfernen wird, dass da ein Waldwachstum zumindest in absehbarer Zeit in der Form, wie wir einen Wald gerne hätten, nicht möglich sein wird. Ja? Es sind einfach zu viele Flächen auf einmal, als dass man das auch alles durch technische Maßnahmen, durch Pflanzungen, durch ja, letztendlich fast immer irgendeine Form von Pflanzung, aber mit vorher Vorbereitung der Fläche und. Das kann man einfach nicht alles machen. Dafür fehlt es Personal. Das Personal war auch nicht darauf ausgelegt, alle Arbeit von 20 Jahren jetzt plötzlich in 3 Jahren machen zu müssen. Die Maschinen sind dafür nicht ausgelegt. Wir können derzeit einfach auch wirklich dankbar sein, dass wir die Maschinen haben. Hätten wir die nämlich nicht, dann wäre es erst recht unmöglich, die Aufgabe, die auf uns zukommt. Und dann wären wir wirklich auf die natürliche Sukzession, also die Selbstentwicklung des Waldes angewiesen. Und die führt zu etwas, was dem Wald zwar egal sein dürfte, beziehungsweise mit dem der Wald gut leben kann, wenn es uns nicht mehr gibt. Aber sie führt auch zu einer Situation, in der es uns möglicherweise früher nicht mehr gibt, als uns das lieb sein dürfte. Ja, also in dieser Stelle kann man nicht einfach so tun, als wäre die Forstwirtschaft an allem schuld. Und man kann auch nicht einfach ignorieren, dass wir nun mal Rohstoffe brauchen. Es sei denn, man möchte der Erste sein, der freiwillig keine Rohstoffe mehr verbraucht, was dann bedeutet, dass du von der Brücke oder sonst wo vor da springst. Weil nur wenn du tot bist, brauchst du keine Rohstoffe. Jedes Tier per se, jeder chemo-heterotrophe Organismus verbraucht nun mal Rohstoffe. Grundgesetz der Natur, wenn du ein Tier bist, bist du keine Pflanze, dann machst du keine Photosynthese, dann brauchst du andere Bioerzeugnisse, die wer anders produziert hat, um selbst am Leben zu bleiben. Jedes Tier. Wir erst recht. Wir davon etwas zu viel. Daran kann man arbeiten. Ja? Die Menge. Nicht das Ob. Und bei der Menge kann man sicherlich über die Forstwirtschaft noch viel diskutieren, aber ein schafft die Forstwirtschaft ab und solche Späße wird garantiert niemandem weiterhelfen. Und ist einfach viel zu kurz gedacht und ist dann eine simple Antwort auf komplexe Probleme, die in unserer aktuellen Gesellschaft ja, vielleicht das größte Problem insgesamt sind. Zu viele Leute denken, komplexe Probleme mit einfachen Lösungen lösen zu können, wählen dann entsprechend, ja, Resultat kann man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auf dem Planeten mal beobachten. Aber das ist nur meine Meinung, ja, das darf man gerne anders sehen. Allzu sonnig sind die Zeiten zurzeit sicherlich nicht. Drum gehen wir am besten in den Wald, solange wir davon noch welchen haben, ne? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann auch wieder mit einem erfreulichen Thema. Aber ja, wir werden sehen, wie wir den Wald hoffentlich noch ein bisschen helfen können in den nächsten Jahren. Tschüss.